Türen, die man nicht aufmachen darf, Schnee, der einen ganzen Sommer aufbewahrt wurde oder Dinge, die man vielleicht doch nicht wegwerfen sollte. Diese und viele andere Themen haben uns in der vergangenen Woche beschäftigt. Hier noch einmal zusammengefasst. Willkommen also zum Allgäu TV Wochenrückblick. Ja, jedes Jahr wird das Thema in der Skisaison erneut aufgerollt. Der Einsatz von Schneekanonen. Der Bund Naturschutz kritisiert dieses Vorgehen aus Umweltaspekten, auch weil die Beschneiungsanlagen viel Energie brauchen. Er fordert daher, die Schneekanonen abzuschalten. Was aber sind die Alternativen? Könnte das Snow Farming, also das Aufbewahren des Schnees aus dem letzten Winter, die Lösung sein? Lisa Hauger und die Frage, wie viel Schnee braucht man dafür und wie umweltfreundlich ist das Übersommern des Schnees wirklich? Auf den ersten Blick scheint es eine umweltfreundliche Alternative zu Schneekanonen zu sein, das sogenannte Snow Farming. Das wird hier in Oberstdorf am Nordic-Zentrum heuer zum ersten Mal umgesetzt. Bei Snow Farming wird Schnee aus dem Vorwinter übersommert. Das bedeutet, man macht einen sehr großen Schneehaufen, deckt diesen Haufen mit einer Schutzschicht ab. Im Fall von Oberstdorf sind es Hackschnitzel und Sägemehl und übersommert damit den Schnee in den Herbst. Und dann bringt man diesen Schnee aus und legt eine Loipe damit an. Unter diesem Berg an Hackschnitzel und Sägemehl versteckte sich also der Schnee von letztem Jahr. Das Depot umfasste rund 5000 Kubikmeter Schnee. Knapp 60% davon haben den Sommer überlebt. Aus den übrig gebliebenen rund 2800 Kubikmeter Schnee konnten die Verantwortlichen dann eine Loipe für den Trainingsbetrieb konstruieren, die 1 Kilometer lang ist. Hier können Sportlerinnen und Sportler des Nordic-Zentrums dank des Snow-Farmings schneller wieder auf dem Schnee trainieren und damit auch wettbewerbsfähig bleiben, so Florian Speigel. Der Vorteil eben von Snow-Farming liegt einfach darin, dass man diesen Trainingseffekt erzielen kann. Dafür ist es letzten Endes gedacht und ist es da. Von den Nachteilen, man hat natürlich einen Aufwand, einen personellen Aufwand und auch einen materiellen Aufwand und einen geldlichen Aufwand. Es bedeutet, ich muss dieses Material zum Abdecken, also die Hackschnitzel und das Sägemehl kaufen. Ich brauche Maschinen dazu, ich brauche Schneefräse, die mir den Schnee auf Traktoren mit Anhängern verlegt. Ich habe Präparationsaufwand, indem dass ich den Schnee verschieben muss. Also da kommen natürlich Kosten auf einen zu, die man natürlich in dem Gesamtkonzept auch dann sehen muss. Wichtig zu wissen, das Depot wird nur dann befüllt, wenn die Anlage zur Schneeerzeugung sowieso läuft. Das heißt, es ist nicht der natürliche Schnee, der in Oberstdorf zusammengekratzt wird und unter dem Hackschnitzelberg auf seinen nächsten Einsatz wartet, sondern es ist überwiegend technisch erzeugter Schnee. Der habe eine höhere Dichte und halte somit länger als natürlicher Schnee, so Speigel. Wir versuchen natürlich, möglichst effizient zu beschneien. Das bedeutet, die Beschneiungsstunden möglichst knapp zu halten, in Kältefenstern zu beschneien, wo auch ein großer Ertrag dafür da ist. Alle Sportanlagen hier in Oberstdorf, die elektrische Energie benötigen, beziehen wir Ökostrom, um auch hier unseren Fußabdruck etwas kleiner zu halten. Auch wenn das Wasser für die Beschneiungsanlage aus der Stillach kommt, das Snow Farming, zumindest hier in Oberstdorf, bleibt ein künstlicher Vorgang. Wie viel Energie das Snow Farming tatsächlich benötigt, das könne man aktuell noch nicht sagen. Dafür brauche es mehr Erfahrung, so Speigel. Michael Finger vom Bund Naturschutz Oberstdorf hält vom Snow Farming wenig. Snow Farming ist ein Energieproblem in der heutigen Zeit, wo es um den CO2-Abdruck geht, ist das einfach sehr problembehaftet. Das ist auch eine Maßnahme, die nur einer kleinen elitären Gruppe zugutekommt mit der Saisonvorverlegung und sie ist komplett aus der Zeit gefallen. Natürlich sind Skiliftbetreiber und dortige Gastronomen auf ihre Gäste angewiesen, die nur dann anreisen, wenn die Schneebedingungen gut sind. Doch auch mit Snow Farming und Schneekanonen können Sie den Klimawandel nicht überlisten. Also die Frage, was passiert mit der wirtschaftlichen Grundlage, wird sich in 10 oder 15 Jahren selber stellen. Denn wenn die Temperaturen weiter steigen und die Niederschläge nicht als Schnee, sondern als Regen kommen, wird auch der beste Kunstschnee nichts helfen. Das heißt, wir zünden hier ja jetzt nur Nebelkerzen, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. Was es laut Finger brauche, sind nachhaltige Lösungen. Es müsse zurück zu einem naturnahen Sport gehen, in dem sich das Angebot an die natürlichen Wetterverhältnisse anpasst.
Am 30.06.2023 wird es genau 20 Jahre her sein, dass der Militärflughafen Memminger Berg endgültig außer Dienst gestellt wurde. Nach 43 Jahren Gesamtdienstzeit wurde aus dem Fliegerhorst ein ziviler Flughafen und aus der militärischen Organisation Jagdbombergeschwader 34 Allgäu eine Traditionsgemeinschaft. Die möchte die Erinnerung am Leben halten und das mit sehenswertem Anschauungsmaterial. 17.12.2002. Das letzte Kampfflugzeug, der letzte Tornado, hebt von dem damaligen Militärflugplatz Memmingen ab. Gleichzeitig beendet er damit den Einsatzflugbetrieb der Luftwaffe an diesem Standort. Der Flieger Horst Memminger Berg wurde 1936 im Rahmen der Aufrüstung der Wehrmacht erbaut. Ab 1956 nutzte ihn die deutsche Luftwaffe und das Jagdbombergeschwader 34 Allgäu wurde gebildet. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, dem Ende des Kalten Kriegs, wurde entsprechend verkleinert und so wurde auch der Flugplatz Memmingen oder Fliegerhorst Memmingen geschlossen. Als ich das Ganze abzeichnete, kam die Idee, wir sollten doch uns der Dinge erinnern und auch danach sozial zusammenkommen und uns auch helfen. Daraus entstand diese Traditionsgemeinschaft, die auch sehr viel soziale Dienste leistet. Und nachdem alle, die hier Dienst hatten, technikaffin war, hat man dann auch die Flugzeuge organisiert und so entstand so das Museum. Aus der militärischen Organisation wurde eine Traditionsgemeinschaft mit derzeit rund 400 Mitgliedern und Ehemaligen. Diesen liegen das Archivieren, Instandhalten und Erinnern besonders am Herzen. Jedoch lebt der Museumsaspekt des Vereins derzeit nicht sein volles Potenzial aus. Denn der jetzige Standort an Shelter 22 und 23 des alten Flughafens ist nur eine Zwischenlösung. Für die Ausstellung ist es hier nicht optimal, zu wenig Platz und unvorteilhafte Luftfeuchtigkeit. Wir stehen hier jetzt in einem Shelter, den wollen wir authentisch erhalten. Von dieser Art Bunker standen 24 auf dem Flugplatz. Die ersten drei sind schon verschwunden. Ein Teil ist umgebaut und wird anders genutzt. Wir wollen den authentisch erhalten und haben dank der Mithilfe der Gemeinde Benningen davor auch ein Grundstück, auf dem wir ein Gebäude erstellen wollen für das Technische Museum, für die Kleinteile und auch was in Teilen als Vereinstreffpunkt zu nutzen ist. Ein Neubau, für den die Finanzierung aber noch fehlt, muss her. Als Vereinsheim, aber auch als flugtechnisches Museum. Das würde alle drei Standbeine der Gemeinschaft unter einen Hut bringen. Das technisch-historische, das soziale, aber auch das musikalische. Dem Verein gehört nämlich seit 1992 auch ein Reservistenmusikzug an. Dieser spielt dann zu besonderen Anlässen, unter anderem an dem jährlichen Geschwadergedenktag, immer am letzten Sonntag im Juni. An diesem Junitag und am Internationalen Museumstag im Mai ist der Shelter offen für alle. Für diese zwei Tage werden auch die Highlights unter den Flugzeugen mit Hilfe eines Traktors ins Tageslicht gezogen. Das Bemerkenswerte bei den Kampfflugzeugen des Vereins ist, dass drei Generationen der Luftwaffe vertreten sind. Die F-84, auch die Gusseiserne genannt, war hier im Geschwader Ende der 50er Jahre vertreten. Alles, was bei ihr noch mechanisch lief, war ein Jahrzehnt später schon hydraulisch im F-104 Starfighter verbaut. Ein für den Überschallflug konzipiertes Flugzeug mit Nachbrenner für erhöhten Triebwerkschub. Und dann kam in den Ende der 80er Jahre der Tornado dazu. Ein Kampfcomputer mit Flügeln, müssen wir sagen, denn es ist bereits alles digitalisiert und teilweise autonomes Fliegen gewährleistet. Wir nannten das früher Autopiloten mit all seiner Sensorik. Und diese Technologiesprünge können wir gut darstellen mit den Flugzeugen und sie zeigen ja auch, wie die Weiterentwicklung jetzt in der Zukunft geht. Und da ist der Tornado damals seiner Zeit schon einiges voraus gewesen. Die Flugzeuge ermöglichen es einem, sich mit handfestem und originalem Anschauungsmaterial an die vorherige Nutzung des Flughafens und an vergangene Zeiten zu erinnern. Denn nur wenn du weißt, wo du herkommst, weißt du, wo du hingehen kannst. Mit dieser schlaue Spruch. Denn auch technologische Entwicklungen widerspiegeln den Zeitgeist, aber auch die Möglichkeiten, die sich der Mensch mit seiner Intelligenz und seinem
Forschungsvermögen erschließt. Na, neugierig geworden? Mitglied werden in dem Verein dürfen alle Interessierten, jung und alt, und auch zur Besichtigung kann man nach Anruf und Terminvereinbarung auch immer kommen. Ein Angebot, das auch Schulklassen wahrnehmen dürfen. Haben Sie das Türchen Ihres Adventskalenders heute schon geöffnet? Früher waren da ja Bildchen drin, heute ist in den meisten Schokolade. Aber egal, was drin ist, geöffnet wird er jeden Tag. Jetzt kommen wir aber zu einer Art Adventskalender, der auf gar keinen Fall geöffnet werden darf. Es ist der skandinavische Brauch der Wichteltüren. Johannes Klemp über eine Marktoberdorferin, die die Wichteltüren bastelt, einen beispiellosen Social-Media-Hype und warum die Wichteltüren niemals geöffnet werden dürfen. In der Vorweihnachtszeit hat Katrin Rotärmel aus Marktoberdorf einen Untermieter, einen ganz speziellen noch dazu. Der versteckt sich hinter einer solchen Tür. Ihr besonderer Hausgast ist ein Wichtel und die Tür ist eine sogenannte Wichteltür. Der Brauch der Wichteltüren kommt ursprünglich aus Dänemark, wo die Wichtel als die fleißigen Helferlein des Weihnachtsmannes gelten. Im Hause Rotärmel ist der Wichtel aber eher ein ganz schöner Unruhestifter. Wenn man so eine Wichteltür zu Hause hat, dann zieht der Wichtel zu Hause ein. Die kommen eben, wie gesagt, traditionell zum 1. Dezember erscheinen die und ja, machen dann manchmal kleine Streiche, treiben Schabernack. Unser Wichtel zum Beispiel klaut sich sehr gerne Marmelade aus dem Marmeladeglas und hinterlässt dann Fußspuren bis zu seiner Türe. Oder beklebt Obst und Gemüse mit Wackelaugen zum Beispiel. Die schreiben den Kindern kleine Briefe. Ja, unser Wichtel ist sehr fleißig, der schreibt jeden Tag einen Brief und freut sich auf Antwort von den Kindern, stellt den Kindern kleine Aufgaben, bringt manchmal auch Bastelsachen mit für die Kinder, mit denen sich die Kinder dann beschäftigen können oder Plätzchenausstecher für die Vorweihnachtszeit. Jetzt aber weg aus der Traumwelt und zurück in die Realität. Katrin Rotärmel bastelt die kleinen Wichteltüren aus Leidenschaft. Ihren Kindern gefallen die Bastelarbeiten richtig gut. Sie sind die skandinavische Version des bei uns weit verbreiteten Adventskalenders. Einen traditionellen Adventskalender mit 24 Türchen gibt es bei Familie Rotärmel schon länger nicht mehr. Das übernimmt jetzt komplett der Wichtel, oder besser gesagt die Wichteltür. Also grundsätzlich angefangen hat es vor 5 Jahren. Da habe ich den Kindern ein Buch vorgelesen, es nennt sich Das Geheimnis hinter der Wichteltür. Und dadurch ist dann eigentlich im Endeffekt bei mir erst so die Idee entstanden, sowas vielleicht zu Hause im Alltag irgendwie zu integrieren, nur als Deko bis dahin. Dann habe ich angefangen im Internet zu recherchieren und bin dann eben drauf gekommen, dass das in Dänemark eine ja, ganz übliche Tradition dort ist, dass es da die Julenisse gibt, die da zum 1. Dezember dann dort einziehen und die so im Endeffekt dann die Weihnachtszeit und das Warten auf Weihnachten für die Kinder verkürzen. Und so hat das Ganze dann eben angefangen, los zum Spinnen für bei uns zu Hause. Seitdem ist bei den Rotärmels das Wichtelfieber ausgebrochen und die ganze Familie ist davon befallen. Der Trend aus Skandinavien kommt zunehmend in ganz Deutschland an. Die Wichteltüren sind gern genutzte Social-Media-Motive. Die Nachfrage ist sogar so groß, dass Katrin Rotärmel mittlerweile auch für andere Wichteltüren bastelt. Ich selber mache es jetzt so, dass ich meine Wichteltür-Rohlinge habe. Die mache ich auch tatsächlich selber. Die werden rausgeschnitten, ab und zu hilft der Mann dabei und ist da dann mit ganz fleißig. Dann werden die Wichteltüren angemalt. Ich überlege mir auch bei jeder Wichteltüre, die ich anmal, wie ich sie anmal, was könnte für ein Wichtel dort wohnen, was könnte der Wichtel für einen Charakter haben. Auch wenn das Prinzip der Wichteltüren dem des Adventskalenders sehr ähnlich ist, gibt es einen großen Unterschied. Denn im Gegensatz zum Adventskalender darf man eine Wichteltür niemals öffnen. Ganz, ganz wichtig bei der ganzen Wichtelgeschichte, man darf niemals die Wichteltüre aufmachen. Wenn man die Wichteltüre aufmacht, verfliegt der Zauber vom Wichtel und der Wichtel verschwindet. Da muss man die Wichteltüren immer zulassen. Die Wichteltüren gibt es in allen Farben und Ausführungen. Die einen werden an die Wand gehängt, die anderen stehen auf einem Stück Baumrinde. Manche haben Glitzer, andere wieder nicht. In allen wohnt ein einzigartiger Wichtel. Ob man nun an die magische Wichtelwelt glauben möchte oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Furchterregend aussehende Gestalten, laute Glocken und schmerzhafte Rutenschläge, das kann nur eins bedeuten, das Klausentreiben ist zurück im Allgäu. Überall in der Region hat es Klauseneinzüge gegeben, besonders bekannt dafür ist Börwang im Oberallgäu.
Am Montagabend feierte das traditionelle Klausentreiben dort sein Comeback in gewohnter Manier und ohne Einschränkungen. Johannes Klemp und Anna-Maria Abbasi waren in Börwang dabei. Mit rotem Rauch, brennenden Hörnern und einem Dreizack bewaffnet, zieht der Oberklaus auf dem Börwanger Marktplatz ein. Sein Auftritt steht im Mittelpunkt des diesjährigen Klausentreibens. 2 Jahre konnte die Veranstaltung gar nicht oder nur in einer abgespeckten Version stattfinden. Für eine Klausenhochburg wie das kleine Oberallgäuer Örtchen Börwang war das eine schwere Zeit. Umso größer ist die Freude, dass es in diesem Jahr wieder ein normales Klausentreiben geben kann. Ja, sehr groß. Also wir waren jetzt wirklich alle heiß, dass wir es wieder endlich durchführen konnten. Wir hatten das ja letztes Jahr in einer abgespeckten Form, wo wir nur in Kleingruppen gelaufen sind und dann durch die Straßen gezogen sind. Aber unser traditionelles Klausentreiben hier auf dem Dorfplatz in Börwang ist natürlich schon unser besonderes Highlight jedes Jahr. Eine Stunde vorher sehen die Klausen aber noch gar nicht so furchterregend aus. Doch das soll sich gleich ändern. Erst wird geschminkt und dann wird schnell gruselig. Eine Fellhose, ein Oberteil ebenfalls aus Fell und schließlich werden die Schellen und Glocken am Kostüm befestigt. Zum Schluss noch der Helm auf den Kopf und fertig ist der Klaus. Jeder bastelt jetzt Klausenhäs natürlich selber und tragt auch jeder selber die Kosten dafür. Und die sind natürlich immer fleißig und wollen natürlich auch jedes Jahr immer wieder was verändern. Da wird dann mal wieder ein neuer Helm gemacht oder ein neues Fell genommen. Und das lebt natürlich von Veränderungen. Und das haben die wenigsten eigentlich jahrelang ihr gleiches Häs, sondern verändern und optimieren das natürlich immer wieder. Wann genau das Klausentreiben entstanden ist, ist nicht endgültig geklärt. Fest steht, mit dem Brauch sollen durch die lauten Glocken und Schellen böse Geister ferngehalten werden. In den meisten Klausenvereinen dürfen das nur ledige Frauen und Männer. In Börwang ist das anders. Also bei uns darf eigentlich jeder mitmachen. Wir sind ungefähr 130 Mitglieder, aber da sind natürlich auch viele Passive dabei, die uns hier überall immer helfen und tatkräftig unterstützen. Aber besondere Regeln, wer jetzt dabei sein darf oder nicht, das gibt es bei uns nicht. In Börwang ist es mit einer Veranstaltung aber nicht getan. Bereits am Sonntag gab es einen Bärbele-Abend. Jetzt das große Klausentreiben. Und der ein oder andere muss da auch ordentlich einstecken. Ganz Börwang ist auf den Beinen. Das Klausentreiben ist aus dem Ort schon gar nicht mehr wegzudenken. Ja, also ich denke schon, der Klausenverein Börwang ist jetzt eine feste Institution geworden. Wie gesagt, wir haben einen sehr großen Zusammenhalt. Ich glaube, es zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass wir unsere Veranstaltungen versuchen, optimal vorzubereiten und auch dann durchzuführen. Die Sicherheit steht natürlich für uns an oberster Stelle. Deswegen haben wir natürlich auch die Feuerwehr und die Rettung natürlich da, die wir natürlich hoffentlich nicht brauchen. Aber sonst natürlich auch viele Ordner, damit alles in geordnete Bahnen ablaufen kann. Das Börwanger Klausentreiben ist auch weit über die Ortsgrenze hinaus bekannt. Grund dafür ist auch die spektakuläre Show hier. Inklusive Pyrotechnik. Ja, genau. Wir wollen das halt alles ein bisschen in ein mystisches Licht tauchen und deswegen machen wir ein bisschen was mit Pyrotechnik. Das ist jetzt sicherlich nicht übertrieben, aber der Stimmung des mystischen Klausentreiben verleiht es halt nochmal eine besondere Note. Knapp 2 Monate Planung liegen hinter dem Börwanger Klausenverein. Mittlerweile ist das ganze Team schon so eingespielt, dass so ein Event fast locker von der Hand geht. Trotzdem ist es auch in diesem Jahr für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis. Wegschmeißen und neu kaufen oder reparieren? Ja, diese Frage stellt sich oft gar nicht mehr, denn die meisten Sachen, die kaputt gehen, sind dann auch kaputt oder neu kaufen ist deutlich billiger. Und in der Tat ist es so, wenn man nur das Finanzielle sieht, dann lohnt sich eine Reparatur selten. Wenn man aber das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt hat und vielleicht ein bisschen Spaß und Talent zum Basteln hat, dann ist ein Repair-Café vielleicht ein guter Ort. Bianca Wölfle und Julia Stapel haben sich das in Buchloe angeschaut. Schraube locker, Löcher in der Lieblingsjeans, Motorschaden beim Modellboot des Enkels,
Die Lösung zu dem ein oder anderen Problem dieser Art lässt sich seit März 2022 im Buchloher Repair Café finden. Hier sind 25 ehrenamtliche Hobbytüftler und Leidenschaftsbastler am Werk und leisten jeden zweiten Samstag im Monat von 12 bis 16 Uhr tatkräftige Unterstützung für jeden, der seinen für kaputt geglaubten Haushalts- und Unterhaltungsgeräten, seinen Möbeln, Textilien und Spielwaren noch eine zweite Chance geben möchte. Laut ihrer Homepage darf alles gebracht werden, was man ins Café im ersten Stock ohne Fahrstuhl tragen kann. Aber woher haben denn hier alle die nötigen heimwerkerischen Fähig- und Fertigkeiten? Ich habe mal Elektriker gelernt, allerdings Hauselektriker, also normale Installationen, und habe mich dann beruflich völlig anders orientiert. Bin dann die letzten 17 Jahre Hausmeister in einer Behindertenwerkstätte gewesen und da ist man gezwungen, alle möglichen Reparaturen selber zu machen bzw. zu organisieren, dass die gemacht werden, und da muss man natürlich immer überwachen und dann kommt man zwangsläufig dazu. Und das andere ist einfach selber basteln, was geht. Also wir drei Frauen sind alle eigentlich Hobbyschneiderinnen, haben das nicht gelernt. Und durch die vielen Jahre, wenn man etwas älter ist, lernt man einfach immer ein bisschen dazu. Und genau diese Talente werden hier dringend gebraucht und miteinander geteilt. Die Nachbarschaftshilfe sehen die Initiatoren als Grundidee des Cafés an, doch es bietet noch viel mehr als das allein. Die Hilfesuchenden bekommen Gesellschaft, können gemeinsam grübeln und sparen sich im besten Fall auch noch Geld, wenn die Reparatur erfolgreich und die Neuanschaffung somit überflüssig ist. Rund 50% der vorbeigebrachten Stehlampen, Kaffeemaschinen, Plattenspieler, Toaster und Co. können gemeinsam wieder repariert und mit nach Hause genommen werden. Außerdem werden wie am laufenden Band Hosen gekürzt, Rocksäume ausgelassen, Löcher gestopft und Knöpfe wieder angebracht. Alles Dinge, mit denen man früher in eine Änderungsschneiderei gegangen wäre. Solche Anlaufstellen gibt es in Buchloe aber immer weniger. Für das Repair Café stellt die Stadt Buchloe die Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt die Reparateure, wo sie nur kann. Gemeinsam wollen das Café und die Stadt wieder mehr Bewusstsein schaffen, dass wir mit den Dingen, die wir täglich nutzen, wieder vorsichtiger umgehen. Und dass wir dann, wenn die Dinge kaputt gehen, nicht gleich den ersten Reflex machen, wegzuschmeißen, sondern eben auch darüber nachdenken, gibt es noch eine Möglichkeit, bevor ich etwas Neues kaufe, wieder neue Ressourcen natürlich damit auch in Anspruch nehme, das zu reparieren. Und diese Idee gefällt mir sehr gut, denn dieses Reparieren ist eigentlich Nachhaltigkeit in purer Form und ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und dadurch, dass die Herrschaften hier diese Idee so toll aufgegriffen haben, denke ich mal, ist ein gutes Zeichen, dass wir wieder mit größerer Wertschätzung mit den Dingen auch umgehen. Nachbarschaftshilfe, Nachhaltigkeit und im Nachgang noch ein Stückchen selber gemachten Kuchen und eine Tasse Kaffee, was es wie das Repair- und Beratungsangebot ebenfalls auf Spendenbasis gibt, weil das Miteinander und das Zusammenhelfen hier an erster Stelle stehen. Auf den Punkt gebracht. Joker TV. Sehen Sie die besten Eishockey-Momente vom Spielwochenende des ESV Kaufbeuren mit den Highlights der Heimspiele. Der Blick über die Bande zu Trainern, Spielern und Zuschauern. Joker TV. Das ESVK-Magazin auf Allgäu TV. Immer montags um 19.30 Uhr im Kabel. Weitere Sendetermine und Infos unter allgäu.tv. Präsentiert von Höbel, Ihr kompetenter Partner für Bau, Umwelt und Immobilien. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Ho, ho, hol's dir! Das Heimatbundle der Allgäuer Zeitung. Täglich top informiert und immer auf dem Laufenden. Profitiere von unserer zweijährigen Preisgarantie und sichere dir noch heute ein neues Tablet. Und bei allen Neukundenbestellungen legen wir bis zum 27. Dezember noch 200 Euro bar obendrauf. Alle Infos auf abonnieren.allgäuer-zeitung.de. Das wohl beste Eis des Allgäus, nach eigenen Familienrezepten. Produziert aus frischer Allgäuer Bio-Heumilch. Denn Qualität schmeckt man. Eisspezialitäten, die auf der Zunge zergehen. Von der Allgäuer Eismanufaktur in Isny.
Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Auto Heinz und Max. Kompetenz für die Technik von morgen. Wir sind Ihr Partner für Wartung, Service oder Reparatur Ihres Volvo. Und das seit mehr als 43 Jahren. Besuchen Sie auch unsere Fahrzeugausstellung. Auto Heinz und Max. Ihr Volvo-Servicepartner in Kempten. Mit AZ Laserreisen die Welt erleben. Traumhafte Karibik auf der Costa Pacifica oder Winter in Nordnorwegen. Faszinierende Erlebnisse und Polarlichter nördlich des Polarkreises. Entdecken Sie unsere Frühlingskreuzfahrt mit der Costa Smeralda, Sonnenziele im Mittelmeer oder Winterwunder in Finnland. Hundeschlittenfahrt, Rentierfarm und mehr im Finnisch-Lappland. Sonne tanken, Winterzauber, Kultur. Mit uns die Welt erleben. Die AZ Laserreisen. Mehr auf az-laserreisen.de. Das Wonnemar in Sonthofen ist Therme, Saunawelt und Spaßbad in einem, deshalb bei Familien sehr beliebt. Auch für Schulen und Vereine ist es eine wichtige Anlaufstelle für den Schwimmsport. Der Bürgermeister von Sonthofen nennt es deshalb gerne auch mal die heilige Kuh in Sonthofen oder Wahnsinnsmagnet für die Region. Doch 2021 musste das Bad auch wegen Corona Insolvenz anmelden. Inzwischen steht aber ein neuer Investor bereit, der das Bad retten möchte. Hier wird gemörtelt und geschuftet. Im Erlebnisbad Wonnemar in Sonthofen laufen die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten auf Hochtouren, erklärt Markus Schelle, Center Manager der Interspa-Gesellschaft. Ja, wir wollen hier am Standort Wonnemar Sonthofen natürlich auch lang- und mittelfristig uns an die Bedürfnisse unserer Gäste anpassen. In diesem Sinne sind wir in unserem Nachbarbad oben in Wismar, am anderen Ende von Deutschland, natürlich auch das Ganze als Ressortgedanken geplant. Dazu kommt ein großes Hotelprojekt, was in den nächsten Jahren kommen soll, ein Indoor-Spieleparadies und natürlich auch ein kleiner Fitness- und Gesundheitsbereich, der hier angebaut werden soll. Es soll also eine ganze Menge verändert werden. Der Rutschenturm hat bereits einen neuen Anstrich bekommen. Außerdem wird derzeit der Außenbereich des Thermalbads, früher hieß es Gesundheitsbad, sowohl saniert als auch erweitert. Und zwar mit zwei Entspannungsboxen und einem Pool. Und auch drinnen laufen seit diesem Frühjahr die Bauarbeiten. In den nächsten Wochen soll dieser Bereich wieder für Gäste zugänglich sein. Es gibt also noch einiges zu tun. Ein weiterer Punkt auf der Agenda, der Saunabereich. Der wurde laut Schelle zwar zuletzt erweitert, perspektivisch soll es aber auch hier Neuerungen geben. Dazu zählt, die Blocksauna zu verschieben und den Ruheraum zu vergrößern. Für die Bauarbeiten gibt es laut Schelle aber noch keinen Zeitplan. Zunächst seien andere Bereiche dran. Konkret geht es hierbei um das neue Bonnyland, einem neuen Indoor-Spieleparadies. Hier im Untergeschoss des Bades soll es auf rund 1100 Quadratmetern entstehen. Und zwar voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres. Insgesamt knapp 13 Millionen Euro sollen die Arbeiten kosten für energetische Maßnahmen, dem Thermalbereich, Innen-, Außen- und der Erweiterung sowie dem Indoor-Spieleparadies. Bei all den baulichen Veränderungen wird sich da auch der Charakter des Wonnemars verändern, einem Bad, in dem sich vieles um Familien und den Badespaß dreht? Ein ganz klares Nein. Das Wonnemar Sonthofen ist ein Erlebnis- und Familienbad. Und das wird auch dahingehend noch weiter ausgebaut werden, auch mittel- und langfristig. Wir haben natürlich den Zahn der Zeit erkannt, um auch den Thermalbereich, die gesundheitsbewusste Schiene, ein bisschen mit abzudecken. Aber wir werden lang- und mittelfristig auf jeden Fall ein Erlebnis- und Familienbad bleiben für die gesamte Familie, für alle Gäste, die uns zu uns kommen möchten. Ein großes Thema auch hier im Wonnemar, die steigenden Energiekosten. Das Erlebnisbad hat bereits einen Antrag beim BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, gestellt, um das Schwimmbad mit erneuerbaren Energien zu versorgen, wie einer PV-Anlage auf dem Dach oder einer Luftwärmepumpenanlage. Geringe Auswirkungen auf die Ticketpreise
haben die Energiekosten schon jetzt. Der Manager der Interspar-Gruppe, der das Bad seit 2001 angehört, erwartet sich von den Baumaßnahmen einerseits, den Standort Sonthofen zu stärken. Andererseits soll das Erlebnisbad auch weiterhin für Familien attraktiv bleiben. Hoffnungen, welche man in Sonthofen und dem übrigen Oberallgäu mit Sicherheit teilen wird. Genügend Bewegung an der frischen Luft ist gesund und hält fit. Soweit die Theorie. Doch gerade in Herbst und Winter gehen viele nach der Arbeit lieber aufs Sofa statt nach draußen. In Biesenhofen ist das etwas anders. Hier gibt es den Wertach-Aktivweg. Der lädt nicht nur mit seinem Skatepark zum Sporteln an der frischen Luft ein. Was es dort schon zu entdecken gibt und was noch geplant ist, zeigt Ihnen jetzt Lisa Hauger. Er ist fertig, der Skateplatz in Biesenhofen. Von Juni bis September hatte eine Duracher Firma aufwendig daran gebaut. Im Oktober konnte der Skatepark dann eröffnet werden. Und schon nach wenigen Wochen lässt sich sagen, der Skatepark wird gut besucht, so Johann Leonhard von der Bürgerstiftung Biesenhofen. Mehr als gut. Wir haben ja gedacht, ja, es wird schon, es kommen die Jugendlichen, aber nein, es kommen die Kinder, es kommen die Jugendlichen, es kommen die Opas, die Omas, Väter, Mütter. Der Skatepark ist seit der Eröffnung jeden Tag voll belegt. Nicht mehr jetzt, wo es so kalt ist, aber bei Sonnenschein voll. Der Platz hier ist einer von 12 Stationen des Wertach-Aktivweges, einem Weg, der auch zum Rausgehen animieren soll. Er ist 3,5 Kilometer lang und führt vom Schützenhaus in Biesenhofen an der Wertach entlang nach Ebenhofen. Den Wertach-Aktivweg, den Weg selbst gibt es schon lange. Aber wir wollten etwas Besonderes machen. Wir wollten den Weg einfach für die ganze Familie interessanter gestalten. Auf diesem Weg lassen sich nicht nur unechte Biber entdecken, man kann auch den echten Bibern auf der Spur sein. Und auf diesem Weg findet man auch die Ratschecke, eine Bank von vielen Bänkchen, die hier entlang des Weges zum Ratschen einlädt, erklärt der Vorstand der Bürgerstiftung. Durch die Stiftung entwickelt sich der Weg seit 2018 ständig weiter. Ja, die Bürgerstiftung ist bei diesem Aktivweg von Anfang an dabei. Es ist unsere Idee und es war zuerst ein kleines Projekt, wirklich ein kleines Projekt. Und aus diesem kleinen Projekt wurde jetzt ein großes Projekt gemacht, wo die Gemeinde in erster Linie mit dabei ist, weil diese großen Summen, die wir jetzt in den Skatepark und in den Kinderaktivplatz investiert haben, da brauchen wir die Gemeinde dazu. Für die kleineren Geschichten, für all die anderen kleinen Stationen, die wir umgesetzt haben oder noch umsetzen werden, das macht die Bürgerstiftung. Insgesamt haben die Arbeiten hier rund 560.000 Euro gekostet. Das meiste kam von der Gemeinde. Die Bürgerstiftung hat rund 10.000 Euro beigesteuert. Eine Herausforderung bei dem Projekt war, die großen Summen aufzutreiben, sei es durch die Gemeinde, der Eigenleistung oder durch Spenden. Neben der Gemeinde und der Bürgerstiftung gab es auch noch einen Rentnertrupp, der mitgeholfen hat. Das Ziel ist, dass wir etwas schaffen, wo die gesamte Familie, jung und alt, Spaß hat, ja, und sich immer wieder erfreut. Das ist eines der Hauptziele. Es ist aber auch noch ein anderes Ziel. Wir möchten, dass die Kinder mal sagen, in diesem Biesenhofen, und da spreche ich für alle Gemeinden hier und für alle Ortsteile, ist es einfach nur toll, vom Kindergarten über Schule bis zum Spielplatz, bis zum Skatepark. Ein weiterer Baustein wird im kommenden Jahr der Kinderaktivplatz sein, ein Teil des jetzigen Weges. Auch da hat sich die Bürgerstiftung viel vorgenommen, unter anderem auch ein großes Klettergerüst sowie Schaukeln und ein Trampolin. Der Wertach-Aktivweg, ein Platz also künftig für Jung und Alt. Knapp 200 Einbrüche pro Jahr gab es in den letzten 10 Jahren im Schnitt im Allgäu. 2016 hatten die Zahlen ihren Höchststand erreicht. Seitdem gehen die Zahlen zwar immer weiter zurück, trotzdem ist die Gefahr natürlich auch im Allgäu allgegenwärtig. Die Haupteinbruchszeit ist die dunkle Jahreszeit, genauer von November bis März. Aber man kann sich schützen. Wie? Das kann man in einem Showroom der Kripo Memmingen erfahren. Lisa Hauger hat den Selbsttest gemacht. So, das war gar nicht so schwierig, hier einzubrechen.
In den letzten 10 Jahren hat es so im Durchschnitt im Allgäu ungefähr knapp 200 Einbrüche pro Jahr gegeben. Und deswegen möchte ich heute wissen, wie schützt man sich davor? Und deswegen spreche ich heute mit der Kripo Memmingen, mit Herrn Spendl. Hallo. Hallo. Wie gehen denn die Täter, Täterinnen bei einem Einbruch vor? Ja, 80% der Täter kommen tatsächlich über Fenster- und Terrassentüren, 10-12% über Wohnungsabschlusstüren und Haustüren in die Wohnung rein, in mein Haus. Und das will ich nicht. Jetzt gibt es ja auch polizeiliche Fachberatungen, die von der Kripo angeboten werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, die kriminalpolizeiliche Fachberatung hier im Polizeibetrieb im Schwaben Südwest ist auf 3 Säulen aufgebaut. Die eine ist der technische Einbruchschutz, dann das verhaltenorientierte Prävention und das letzte die städtebauliche Prävention. Aber eine Hauptsäule ist tatsächlich der technische Einbruchschutz, wo wir zu den Leuten kommen, wenn sie das wollen. Sie können jederzeit bei uns anrufen und ja, das Ganze ist natürlich kostenlos und wir hoffen, dass wir sie dann professionell, kompetent und produktneutral beraten. Und so eine Beratung haben wir uns vor Ort mal angeschaut. Dann sind wir ja jetzt hier schon direkt im Beratungsobjekt bei der Haustüre. Wie sieht es denn da aus? Ja, die Türe sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hierher schauen, haben wir hier gleich eine Mehrfachverriegelung. Ja, geht 20 mm raus der Riegel, alle 3, das ist super. Die Beschläge sind gut. Und das Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen bemängeln würde, wäre hier der Schutzbeschlag. Den würde ich plan mit dem Zylinder machen, dass hier ein Angriff nicht möglich wäre. Sonst ist die Türe top. Bei diesem Fenster müsste allerdings etwas ausgetauscht werden. Hier sind nämlich Rollenzapfen verbaut. Das Fenster schließt also gut und ist auch gegen Wind und Regen dicht. Um aber vor Einbrüchen besser geschützt zu sein, bräuchte es spezielle Beschläge. Also wir haben jetzt vor Ort den Rollzapfen gesehen, der nicht gegen Einbrüche schützt. Was könnte man denn dann machen, um sich vor Einbrüchen zu schützen in Bezug auf die Fenster? Wir von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle empfehlen ja das Rundum-Sorglos-Paket, das heißt ein RC2-Fenster, was vom Aufbau die Gesamtsicherheit gibt und deutlich einbruchhemmender ist. Man kann natürlich den Rollenzapfen allein auch ersetzen gegen diesen Pilzkopfzapfen, ja, der mir schon 100% mehr Sicherheit gibt als ein normales Standardfenster. Und somit bin ich wieder auf der sicheren Seite, was heißt, Täter kommt nicht in mein Haus. Ein weiteres Thema, die Haustür. Ja, hier sehen wir in unserem Showroom eine RC3-Türe. Das ist so ziemlich die sicherste Tür, was wir anbieten können hier in unserem Showroom. Warum? A, ist sie schon sehr massiv gebaut. Ja. Sie hat eine Dreifachverriegelung, das heißt, wenn wir die Türe versperren, kommen hier 3 Haken raus. Ich kann Ihnen mal einen zeigen. Das ist ein Haken und der kommt hier 3-fach raus, wenn ich sie versperre. Auf der Rückseite, auf der Bandseite, haben wir noch 4 Bolzen, die in diesen Beschlag reingehen, wenn ich die Tür schließe. Das heißt, von hinten hebeln ist auch nicht möglich. Und was die Tür auch hat, und das ist ein tolles Feature, wenn ich die Türe verschließe, nehme ich den menschlichen Faktor raus. Ja, ich müsste wieder 2-mal absperren. Das macht die Türe selber. Und wer sich jetzt nach diesem Beitrag nicht so ganz sicher zu Hause fühlt, der kann einfach mal bei der Kriminalpolizei einen Termin für eine Beratung ausmachen. Tipp Nummer 1 ist sowieso die Haustüre absperren, wenn man nicht gerade so eine moderne Tür hat. Tipp Nummer 2, Fenster schließen, wenn man das Haus verlässt. Und Tipp Nummer 3, gerade in den dunklen Monaten eine Anwesenheitssimulation machen mit Zeitschaltuhren. Licht geht an und aus und dann sind wir doch ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Bitte. Ja, viel wurde in der letzten Zeit über das Rappenalbtal berichtet. Seit mehreren Wochen beschäftigt der Umweltfrevel das ganze Allgäu und auch über die Region hinaus macht das Thema Schlagzeilen. Nun gibt es neue Details zum zerstörten Wildbach bei Oberstdorf. Am Donnerstag hatte dazu das Oberallgäuer Landratsamt zu einer Pressekonferenz geladen. Landrätin Indra Bayer-Müller hat dabei alle Schuld von sich gewiesen. Ein Aktenvermerk wirft jedoch Fragen auf. Daniel Stoppel war in Sonthofen dabei. Am 30.08.2022 richtet das Landratsamt laut Bayerischem Rundfunk einen Aktenvermerk an die Eidgenossenschaft mit folgenden Worten.
Es ist geplant, mit einem Bagger das Flussbett so zu modellieren, dass es in der Mitte tiefer wird und das Wasser abführt. Es soll etwa ein Trapezprofil hergestellt werden. Konnte dieser Aktenvermerk als Erlaubnis verstanden worden sein, hier im Rappenalbtal ein Biotop mit Wildbach in eine Art Kraterlandschaft mit begradigtem Bachlauf zu verwandeln? Hat das Landratsamt der Alpgenossenschaft mit diesem Vermerk das Okay gegeben, hier derartig in die Natur einzugreifen? Nein, so die Landrätin und der Abteilungsleiter für Umwelt heute. Die beiden stützen sich dabei auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg. Denn das äußerte sich am Dienstag zu den Vorfällen und eben auch zu dem brisanten Aktenvermerk. Ausgehend vom äußeren Erscheinungsbild und Inhalt, so das Verwaltungsgericht, können im Aktenvermerk unter keinen Umständen eine Genehmigungsentscheidung zur Durchführung eines Gewässerausbaus in dem durchgeführten Umfang gesehen werden. Es sei somit eindeutig erkennbar, dass es sich bei dem Vermerk eben nicht um eine Genehmigung handele. Durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts müsste nun die Alpgenossenschaft, die die Eingriffe vor Ort durchgeführt hat, sofortige Maßnahmen am Wildbach bezahlen. Unter anderem sollen hier schnellstmöglich Dämme geöffnet werden, um Überflutungen zu vermeiden. Die Landrätin beteuert heute ebenfalls, dass der Ausbau in dieser Form niemals vorgesehen oder geplant oder genehmigt gewesen sei. Man habe, nachdem man davon erfahren habe, die Alpgenossenschaft Anfang Oktober telefonisch aufgefordert, die Bauarbeiten zu beenden. Der Vorstand der Alpgenossenschaft sagte zu, den Bagger aus dem Gebiet rauszuholen. In dem Telefonat wurde der Alpgenossenschaft des Weiteren mitgeteilt, dass für die Abklärung eines weiteren Vorgehens ein Ortstermin unumgänglich sei. Bei dem Termin am 25.10., an dem insgesamt 9 Behördenvertreter teilnahmen, musste festgestellt werden, dass die Alpgenossenschaft die Arbeiten am Rappenalbbach trotz der telefonischen Einstellung vom 6.10. fortgesetzt hat. Beim Eintreffen der Behördenvertreter war die Alpgenossenschaft gerade dabei, einen Hubschrauberlandeplatz neben dem Rappenalbbach zu befestigen. Dies wurde vom Landratsamt mangels Genehmigung sofort unterbunden. Auch hätte der Vorsitzende der Alpgenossenschaft laut Bayer Müller bei diesem Ortstermin bereits zugegeben, dass die Arbeiten in diesem Umfang nicht abgestimmt gewesen seien. Hätte das Landratsamt früher eingreifen können oder müssen? Inwieweit war die Landrätin in die Vorgänge eingebunden? Viele Fragen sind auch nach dem heutigen Pressetermin noch offen. Auch, dass ein Mitglied vom Bund Naturschutz laut BR nicht am Termin teilnehmen darf, sorgt für Irritationen. Beantwortet werden die Fragen nicht. Nachdem die Statements verlesen werden, wird der Termin umgehend beendet. Ein Unternehmen zu führen ist nicht immer leicht. Und auch in einem Familienunternehmen gibt es hier und da mal Reibereien. Da braucht es viel Erfahrung. Knapp 150 Jahre Erfahrung hat eine Schreinerei in Fischen inzwischen. Die Inhaberfamilie ist seit 1876 durch allerlei Höhen und Tiefen gegangen. Jetzt hat das Unternehmen 2 neue Geschäftsführer und auch die müssen mit aktuellen Herausforderungen wie dem gestiegenen Holzpreis zum Beispiel zurechtkommen. Das ist aber noch nicht alles. Sie führen ihn jetzt in der 5. Generation. Daniel Klaus und Benjamin Bauer haben dieses Jahr den Familienbetrieb in Fischen im Oberallgäu übernommen. Eine Schreinerei und ein Möbelhaus. Eine große Verantwortung, erzählt Daniel Klaus. Ja, das macht einen natürlich schon stolz, wenn man so einen Familienbetrieb hat, der bald 150 Jahre Bestand hat und man den dann auch fortführen, übernehmen kann. Dann, wenn da die Eltern oder die Elterngenerationen da entsprechend was geleistet hat und man da einfach anknüpft. Und man möchte das natürlich schon, bekommt dann natürlich eine Verantwortung mit und möchte das natürlich gut weiterführen. Die Verantwortung teilt sich auf verschiedene Schultern auf. Das macht es gerade in einem Familienbetrieb nicht immer einfach. Ja, wir hatten da eine kleine Findungsphase, wie wir das dann wirklich aufteilen. Jetzt ist es so, dass der Daniel diese Bauleiterrolle übernimmt, also den Kunden eigentlich alles, was natürlich den Schreiner auch betrifft, aber alles, was vor und neben dem Schreiner noch kommt, Elektriker, Maler, Betriebe, Bodenleger, dass er sich da um den Kunden auch kümmert, ihn berät. Und meine Aufgabe ist es jetzt im Möbelhaus, also ich kümmere mich um das komplette Möbelhaus plus das Küchenstudio. Und bin dann einfach von der Aufteilung her im Möbelhaus, der Daniel dann oben im Planungsbüro. Und dann haben wir ja noch unsere beiden Planer, die für die Schreinerei zuständig sind. Auch wenn es laut Wolfgang Klaus, dem ehemaligen Geschäftsführer und Vater von Daniel, Höhen und Tiefen gab, arbeiten die Mitarbeiter gerne dort. Und vor allem mit dem Werkstoff Holz. Ja, also das Holz, das ist
Das macht wahnsinnig viel Spaß mit dem zum Schaffen. Das ist brutal vielseitig. Das kannst du kombinieren mit so vielen Sachen. Ich glaube, wir machen viel mit Metall, mit Glas, mit dem Alu-Dibond und Bekleber, Elektrik, mit Licht und Sensoren, also wahnsinnig vielseitig. Und du siehst halt ganz viele Sparten. Gerade weil wir ja Möbelhäuser haben, da siehst du halt nachher über der Küche Dings, wo du eigentlich siehst, nur eigentlich gar nicht als normaler Schreiner da so viel mit zum Tür hast. Gerade im Handwerk gibt es vor Weihnachten oft noch einiges fertigzustellen. Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung des Materials spielten in letzter Zeit auch in der Schreinerei Klaus eine Rolle. Es war mal ganz schlimm, wo einfach der Holzmarkt total leer gekauft war. Das hat sich jetzt etwas wieder beruhigt, aber die Preise sind da auch gestiegen. Die sind jetzt auf einem hohen Niveau, haben sich diese eingependelt. Die Verfügbarkeit ist schon wieder besser, aber so die Zeit, wo man einfach früher seinen Holzlieferanten anrufen konnte und man hat eine Woche später dann egal was bekommen, die sind jetzt einfach vorbei. Da muss man einfach mit deutlich längeren Vorlaufzeiten da einfach rechnen. Aber es hat sich wieder einigermaßen beruhigt und wenn man sich auf diese Rahmenbedingungen einfach angepasst hat, dann kann man damit schon arbeiten. Ein anderer Punkt, das Personal. Grundsätzlich seien die Betreiber zwar zufrieden mit der Situation im Familienbetrieb, dennoch könnten sie mehr Personal gebrauchen. Und das spiegelt auch den Markt wider. Generell suchen viele Schreinereien gute Leute im Handwerk. Für die neuen Geschäftsführer bei Möbel Klaus heißt es jetzt erst einmal, in der neuen Position richtig Fuß zu fassen. Es geht wieder los. Gewinnen und regional einkaufen mit dem Geldregen der Allgäuer Zeitung. Täglich warten 144 Geldpakete im Gesamtwert von 80.000 Euro auf Sie. Und Mittwoch sogar 285 Pakete und 140.000 Euro. Einfach Frage beantworten, Geldpaket wählen, anrufen und mit etwas Glück gewinnen. Alle Infos gibt's wieder in Ihrer AZ. Trachtenbär, das führende Fachgeschäft für Jagd, Sport und Tracht in Kempten. Bekannt für freundliche und individuelle Beratung. In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl und aktuelle Angebote. Trachtenbär, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ich schütze mich, damit Corona mich nicht aus der Bahn wirft. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammengegencorona.de. Waffenbär, das führende Fachgeschäft für Jagd, Sport und Tracht in Kempten. Bekannt für freundliche und individuelle Beratung. Eine große Auswahl und stets interessante Angebote finden Sie in unserem Online-Shop. Waffenbär, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Auf den Punkt gebracht. Joker TV. Sehen Sie die besten Eishockey-Momente vom Spielwochenende des ESV Kaufbeuren mit den Highlights der Heimspiele. Der Blick über die Bande zu Trainern, Spielern und Zuschauern. Joker TV. Das ESVK-Magazin auf Allgäu TV. Immer montags um 19.30 Uhr im Kabel. Weitere Sendetermine und Infos unter allgäu.tv. Präsentiert von Höbel, Ihr kompetenter Partner für Bau, Umwelt und Immobilien. Hartnäckige und anhaltende Schmerzen in Rücken, Schulter, Knie oder Hüfte? Dann haben Sie jetzt gute Chancen auf eine Badekur in Bad Füssing. Heilkräftiges Thermalwasser, höchste medizinische Kompetenz und Therapeutendichte. Bezahlt als Pflichtleistung von Ihrer Krankenkasse. Egal wie alt Sie sind und ob Sie berufstätig oder in Rente sind. Die ambulante Badekur in Europas beliebtestem Heilbad. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen. Bad Füssing. Wir kümmern uns um Sie. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten. Ihr Bettenhaus im Allgäu. Ho, ho, hol's dir! Das Heimatbundle der Allgäuer Zeitung. Täglich top informiert und immer auf dem Laufenden. Profitiere von unserer zweijährigen Preisgarantie und sichere dir noch heute ein neues Tablet. Und bei allen Neukundenbestellungen legen wir bis zum 27. Dezember noch 200 Euro bar obendrauf. Alle Infos auf abonnieren.allgäuer-zeitung.de.
Nach jahrelanger Bauzeit wird der Tunnel Bertholdshofen nächste Woche für den Verkehr freigegeben. Aber bevor es soweit ist, gibt es noch eine wichtige Generalprobe. Ein simulierter Verkehrsunfall mit einem brennenden Auto. Spätestens nach dem Großbrand im Mont-Blanc-Tunnel 1999, bei dem 39 Menschen verbrannt sind, gehören solche Feuerübungen im Tunnel dazu. Die Übung ist wichtig für die Feuerwehren und für alle anderen Einsatzkräfte, um den neuen Tunnel kennenzulernen und sich im Ernstfall richtig zu verhalten. Laute Durchsagen, Kunstnebel, Pyrotechnik und ein brennendes Auto. Im neu gebauten Tunnel Bertholdshofen, der kurz vor der Eröffnung steht, findet eine große Feuerwehrübung statt. Die Übungsleitung trägt der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Bahnsteiner. Die heutige Übung soll einfach erstmal den Einsatzkräften ein Gefühl geben, wie das ist, so ein neues Objekt, neue Herausforderungen zu haben und zugleich natürlich für uns zeigen, passen die Einsatzkonzepte, passt die Technik. Wir haben hier eine wahnsinnig große Tunneltechnik, die auch wir als Feuerwehr nutzen können. Und das soll einfach so als erstes Resümee vor der geplanten Eröffnung dann einfach heute stattfinden. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Markt Oberdorf, Bertholdshofen und Stetten am Auerberg sind an dem simulierten Verkehrsunfall mit verletzten Personen beteiligt. Und das mit 5 Löschfahrzeugen. Außerdem vor Ort Statisten aus Bertholdshofen, die den Stau simulieren. Solche Tunnelbauten sind laut Bahnsteiner mit besonderen Herausforderungen verknüpft. Wir haben einfach beengte Verhältnisse in der Anfahrt. Wir haben vermutlich flüchtende Personen, die auf verschiedenen Wegen unterwegs sind und haben natürlich immer noch das Problem, dass der Tunnel an sich eine gewisse Länge hat und einfach vieles erschwert. So können wir mit den Einsatzfahrzeugen zunächst nicht an den Einsatzort fahren, sondern müssen vieles auch zu Fuß machen. Das heißt, die ersten Feuerwehrmannschaften werden ihr Gerät tragen müssen. Wir haben zwar in Anführungszeichen nur 600 Meter Tunnel, aber es wird doch beschwerlich, erforderliches Rettungsgerät, Löschgerät in den Tunnel zu bringen. Und daher macht es eigentlich Sinn, dass man sich hier auch konzentriert darauf vorbereitet. Für die Übung haben die Einsatzkräfte neben ihrer Standardausrüstung auch Langzeitatemschutzgeräte und Handrettungswägen dabei, um beispielsweise Personen aus dem Tunnel zu ziehen. Solche Feuerwehrübungen finden in Tunneln normalerweise immer bei Wartungsarbeiten statt oder eben bevor die Tunnelbauten für den Verkehr freigegeben werden. Das Proben für den Ernstfall ist wichtig, auch wenn es im Ostallgäu laut Bahnsteiner nicht so viele Unfälle in Tunneln gibt. Glücklicherweise kommen nicht besonders viele Unfälle vor. Wir haben bei uns im Landkreis Ostallgäu den Grenztunnel Füssen seit über 20 Jahren mit sehr wenigen Schadensereignissen, den Tunnel Reinertshof an der Autobahn gleich danach. Da passierten tatsächlich die letzten 2 Jahre mehrere Unfälle, gerade zu Nachtzeiten, Fahrer ins Portal an die Wand geschleudert und so weiter. Und das sind dann schon so Sachen, wo man sich darauf vorbereiten muss, weil für die Feuerwehr ist ja im Prinzip egal, ob die Straße ein Dach hat oder nicht, die Gefahren sind immer da. Von der Alarmierung der Rettungskräfte bis zur Rettung der letzten Person hat es etwa 35 Minuten gedauert. Das Fazit von Bahnsteiner fällt positiv aus. Die Übung lief sehr strukturiert ab. Auch die Tunneltechnik mit den Kameras hat die Feuerwehrleute bei der Durchführung der Übung unterstützt. Auch das Resümee des Einsatzleiters fällt gut aus. Fazit war, dass die Übung absolut wertvoll war, weil wir jede Menge Erkenntnisse gewonnen haben, die wir so im Vorfeld bei der Planung und theoretischen Durchsprache vom Einsatzgeschehen gar nicht haben konnten oder nur erahnen konnten, wie es dann letzten Endes hier läuft. War eine sehr realistische Übung und war, wie man es von einer Übung erwartet, ein großer Lerneffekt dabei. Ja. Die Übung hier im Tunnel Bertholdshofen hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Und falls Sie auch mal in einen Unfall in einem Tunnel verwickelt sein sollten, schalten Sie das Radio an, damit Sie mögliche Durchsagen der Feuerwehr hören können. Und lassen Sie den Schlüssel stecken, damit Einsatzkräfte Ihr Fahrzeug zur Not zur Seite fahren können. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Vorgeschmack auf eine neue Ausgabe unserer Sendung Wortrückblick. Mit Reimkunst schauen die Poetry Slammer aus dem Allgäu in diesem Format auf das Allgäu und was dort passiert. Passend zur Jahreszeit geht es bei dem Künstler der neuen Folge, Matze Mansion, ums Klausentreiben und andere Allgäuer Bräuche. Warum der Künstler die zum Teil auch skeptisch sieht und wie er auf die aktuelle Lage im Allgäu blickt. Wir schauen mal rein.
Hallo Heimat, wir müssen reden. Ich will dir mal was zurückgeben. Du hast mich großgezogen, über Wälder und Wiesen im hohen Bogen sind wir geflogen, gerollt und gerannt, Berge versetzten wir mit unserem Verstand. Kein Wald war uns zu groß und zu tief, keine Höhle zu dunkel, nachts, wenn alles schlief, klettern auf Berge, um die Aussicht zu sehen, kein einziger Preis kann das wirklich verstehen. Wenn Schneeflocken fallen auf Wiesen und Wälder, ein weißes Tuch spannt über Berge und Wälder. Sie fahren auf Brettern, um den Schnee zu bezwingen, am Weihnachtsmarkt Glühwein, warmes Liedgut singen. Wie ist der Text entstanden? Also wie lange hast du dafür gebraucht? Oder gab es vielleicht spezielle Schlüsselmomente, wo du sagst, Mensch, das will ich da irgendwie mit reinbringen? Gib uns da mal so einen kleinen Einblick. Also tatsächlich ist der Text jetzt noch nicht ganz so alt. Ich habe den erst vergangenes Wochenende erst geschrieben. Ich hatte eine wahnsinnige Vorlaufzeit, aber erst war mir dieser Allgäu-Thema-Bezug erstmal fremd, obwohl ich eigentlich täglich davon umgeben bin. Also musste ich mich nur mal ein bisschen umschauen und bin dann recht schnell auf Social Media fündig geworden bei einem relativ kritischen Thema, eine kritische Nachricht und musste das dann mit reinbringen, weil mir aufgefallen ist, es gibt doch recht viel, wo gar nicht so gut ist im Allgäu. Ist aber auch nicht alles schlecht, deshalb wollte ich unbedingt diese Licht- und diese Schattenseiten mit reinbringen, weil es durchaus auch sehr schöne Sachen im Allgäu gibt. Doch eine Szenerie geht mir nicht oben raus. Jedes Jahr wird ein Haufen gebaut, diese Tradition von Anfang an fremd, wenn obligatorische Puppen verbrennen. Verbrennt die Hexe, schreien sie, stehen ums Feuer rum. Warum ich dann vor den Hexen Angst haben soll, dumm. Und brennt dann eine Scheune, wird geheult und geweint, waren Asylanten drin, im Netz ausgeteilt. Hallo Heimat, wir müssen reden. Ich hab da ganz eindeutig was gegen. Im Sommer gibt's Kühe, die durch Straßen laufen, danach kräftig einsaufen und hemmungslos raufen. Dorf- und Volksfeste und Vereine von Schützen, aber sicher wollt ihr alle die Kunst unterstützen. Zeugen Jehovas vor der Arbeit an der Straße, ich hab ihr alles, was ich brauch in meiner Blase. Die Welt endet in Kempten wie in Event Horizon, sind ein eigenes Land, wollen wir der Welt beweisen. Kein Plan von dem Essen auf meinem Tisch, Hauptsache es ist billig und frisch. Ist doch alles bayerisch, kein Auslandsgericht. Doch was der Bauer nicht kennt, das frisst er ja nicht. Vergleiche Minister mit einem einstig Diktator. Allgemein Bildung aus der Bild und dem Tatort. An der Wahlurne spielt ihr blinde Kuh. Denn trotzdem stärkste Kraft bleibt die CSU. Also im Grunde interessiere ich mich für Mythen und Erzählungen und Sagen aller Art. Umso fremder sie sind, desto besser eigentlich. Mhm. Gerade Bayern ist ja eigentlich auch ein Bundesland, wo sehr bekannt ist für Sagen und Erzählungen. Ich glaube, jedes kleinere Dorf hat mehrere gleich davon. Deshalb, ich habe mich dafür schon immer interessiert und es hat mich auch immer schon fasziniert. Aber gerade im Bezug auf Brauchtum glaube ich, dass es manchmal einfach auch verwechselt wird und die Tradition vorgeschoben wird, um das Ganze so ein bisschen, ja, jetzt nicht zu missbrauchen, aber wenn man jetzt an den Klausenumzug denkt, dann hat man als Einheimischer immer, glaube ich, so das, man sagt immer, das ist so Brauchtum und so, aber wie viele Leute gehen hin, um sich die Klausen anzuschauen, wie viele Leute gehen hin, um sich vielleicht einfach nur zu besaufen oder irgendwas in der Art zu machen. Deshalb finde ich es schade, weil ich großer Fan eigentlich von gewissen Brauchtümern hier bin, aber einfach so das Gefühl hat, dass es heute nicht mehr ganz so viel damit zu tun hat. Ja, die neue Ausgabe vom Allgäu TV Wortrückblick sehen Sie bei uns am Samstag und am Sonntag jeweils um 20 Uhr. Und noch ein Fernsehtipp für Sonntag, da zeigen wir Ihnen das Adventskonzert der Augsburger Domsingknaben. Um 15.30 Uhr im Kabel und schon um 15 Uhr über Satellit. Schalten Sie gerne ein. Ihnen jetzt noch ein schönes restliches Wochenende. Bleiben Sie gesund und munter. Bis bald.